Hallo, ich heiße Josephine. Ich komme aus New York. Ursprünglich komme ich aus Deutschland her und möchte nochmal dahin ziehen. Ich brauche einen Weg, in dem ich mein Deutsch üben kann. Deshalb habe ich mir gedacht, dass ich anfangen kann, in eine Kamera zu sprechen. Ich habe sehr viele Sachen, die ich erzählen könnte, aber nicht alle sind interessant. Da kann ich Ihnen eine wunderschöne Perspektive von Amerika geben. Denen von einem 20-jährigen weibliches Student, die im Moment nicht in der Schule ist. Also bin ich kein Student. Vergiss es halt. Ich wollte eigentlich ein Video in Englisch machen für eine Freundin. Sie hat gefragt, ob ich, ich wollte ihr was erzählen. Und sie hat gesagt, nee, mach ein Video daraus. Das ist viel lustiger. Da kann ich mir es trotzdem anhören oder nicht. Und dadurch kann das ganze Internet auch herausfinden, wie lustig ich bin. Wir haben neulich einen Film gesehen, der Magic Mike heißt. Wahrscheinlich wisst ihr schon davon, denn es ist ein heißes Gesprächsthema, der von Stripper. Ob es ein Wort dafür in Deutsch gibt, weiß ich nicht. Das andere Ziel für dieses Video ist, ich muss lernen, wie ich Videos zusammenschaffe. Also mache ich das Video über Magic Mike. Könnt ihr mehr labern hören, aber diesmal in Englisch. Ob ich einen Akzent benutze? Ich interessiere mich für Oper und für Filme. Auch für Televisionsserien und Bücher sehr. Also Geschichten halt. Oper und Bücher und das ist alles dasselbe. Ich mag Schreiben und Schauspielen und Singen. Am liebsten habe ich Fantasie und Science Fiction. Ah ja, ich bin nach Deutschland. Ich will Oper studieren in Deutschland. Im Moment mache ich ein Projekt, das überhaupt nichts mit Oper zu tun hat. Ich mache einen Film mit ein paar Freunden von mir. Meine beste Freundin ist die Hauptschauspielerin. Sie macht jetzt Schauspielerei bei einer Fachschule in New York. Das ist sehr groß. Und ich gratuliere, auch wenn es auf Deutsch ist. Und ich mache Kamera und ich schreibe. Ich bin auch Direktor. Immer so mit den Autos. Ich kann ganz viel darüber erzählen. Ich habe nämlich ganz viele Fehler gemacht. Ihr könntet lernen, wenn ihr möchtet, von meinen Fehlern. Das wäre doch super, oder? Also, wenn du geplant hast, dass eine Person mitkommt, zum Helfen. Ich meine nicht Schauspieler, also ich meine Crew. Sei immer sicher, dass du ein Backup hast oder nimm gleich zwei mit. Ist immer besser. Am besten drei. Nimm so viele Leute du kannst. 50, bitte. Man kann es als Fantasie beschreiben, aber im ehrlichsten Sinne würde es am besten als Paranormal Drama beschrieben. In unserer Gegend haben die Indianer alle geflüchtet oder sie waren getötet. Ich habe mir vorgestellt, was wäre, wenn die Indianergeister immer noch hier wären und sich eigentlich nur zum Schlaf hingelegen haben. Also vor die Indianer geflüchtet haben. Also es war nicht so eine Art von, ach, ihr flüchtet, dann legen wir uns einfach hin, wir kommen nicht mit. Es ist so eine Art von, was? Ihr habt uns hinter, oh, wir sind alleine. Man kann sich es in der Ähnlichkeit von die griechischen oder römischen Götter und Göttin vorstellen, in dass die haben rumgespielt und dann haben sich hingelegt und dann haben die Menschen sich gesagt, oh, wir müssen Schafe töten für dich. Also habe ich mir vorgestellt, was machen die denn, wenn die aufwachen, und habe ich mir dann es gemischt mit, ich hätte gerne eine Geschichte über eine Frau, die etwas ganz Ungewöhnliches machen muss. Also, ich komme bald wieder. Ich weiß, darauf freut er sich nicht. Aber dann habe ich eine richtige Geschichte, entweder über mein Projekt oder über meine Freunde oder über mein Leben, das überhaupt nicht mit meinem Projekt oder Freunde zu tun hat. Also gibt's nicht. Oder vielleicht erzähle ich dir ein bisschen von einem Buch. Ich habe ganz viele deutsche Bücher, die ich lesen muss. Ich kann sie nämlich nicht alle mitnehmen nach Deutschland. Und wenn du ein deutsches Wort hast für ein englisches Wort, das ich gesagt habe, also Drama, Paranormal, Stripper, also das andere, Science Fiction, Vlog, YouTube, das geht nicht, bitte sag's mir,
in den Kommentar. Und ich weiß, im Moment tue ich das Cardinal Sin of DSLR. DSLR. Ich benutze das Mikrofon, das auf die Kamera mitgebaut ist. Ich weiß. Verzeih mir. Ich hatte keine andere Wahl. Okay, wir sehen uns. Ciao. Ich will nicht in Englisch reden. Ich habe keine Lust mehr dazu. Gab's noch sonst was? Ist noch was? Keine Ahnung. Ciao!